Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In den Städten fehlen bezahlbare Wohnungen. Ich denke, darüber sind wir auch nach einer so langen Debatte einig. Und ich hoffe, wir sind uns auch über den Grund dafür einig. Es wurde viel zu wenig in den vergangenen Jahren gebaut. So sieht das auch der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Ich zitiere: Steigende Nachfrage und ein nicht ausreichend wachsendes Angebot führen in der Regel zu steigenden Miete. Zitat Ende. Hier helfen die Anträge der Opposition nicht nur einen Millimeter weiter. Weder sinken die Grundstückspreise, wenn wir die Mietpreisbremse anpassen, noch sinken die Baukosten, wenn der Bund seine Liegenschaftspolitik ändert. Die Zauberworte heißen nicht Beamer und Bremse, sondern bauen, bauen, bauen. Stattdessen wird munter die Arbeit der Beamer kritisiert. Das ist aber gar nicht nötig, denn erstens, Grundstücke müssen zu ihrem Wert verkauft werden. Meine Damen und Herren, wir müssen uns doch mal klar machen, wessen Eigentum wir hier verwalten. Es ist das Eigentum der deutschen Bürger, und damit haben wir verantwortungsvoll umzugehen. Zweitens, Kollege Haase, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Ley? Gerne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja gerade das beliebte Mantra der CDU wiederholt, dass Bauen, Bauen, Bauen die einzige Lösung sei für eine soziale Wohnungspolitik. Wie finden Sie es denn vor diesem Hintergrund, dass erst kürzlich eine Studie festgestellt hat, dass das, was in deutschen Städten gebaut wurde, dass von den Neubauten in den deutschen Großstädten nur 5% im bezahlbaren Bereich entstanden sind. Bezahlbar gemessen am Durchschnittsverdienst. Und Berlin wurden nur 2,5% aller Neubauten sind für die Durchschnittsverdiener erschwinglich. Finden Sie nicht, dass Sie vor diesem Hintergrund Ihr Mantra bauen, bauen, bauen dringend überdenken müssen? Denn es bedeutet in der Praxis Townhouses und Luxuswohnungen. Und damit ist weder den sozial schwachen Menschen noch irgendeinem Durchschnittsverdiener gedient. Frau Kollegin Ley, ich weiß nicht, welche Studien Sie lesen. Wir könnten ja mal so Quartett spielen. Sie legen Ihre Studie vor, ich lege Ihnen 20 andere Studien vor. Ich glaube, dass es nach wie vor richtig ist, nur wenn wir den Bestand an Wohnungen erhöhen, werden wir auch wieder bezahlbaren Wohnraum kriegen. Wenn wir das Angebot nicht erhöhen, wird die Nachfrage immer knapper. Das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip. Dass Sie damit Ihre Schwierigkeiten haben, ist mir klar. Kommen wir zurück zu Beamer. Ich glaube, es geht an den eigentlichen Problemlagen vorbei, wenn man glaubt, mit der Beamer Wohnungsbaupolitik betreiben zu können. Gucken wir nach Berlin. Die Beamer unterhält hier 0,3% des Wohnungsbestandes. Ich glaube, das können wir doch nicht ernsthaft in den Blick nehmen. Und ich glaube, die Beamer leistet bereits eine hervorragende Arbeit. Das will ich ausdrücklich loben. Die energetische Sanierung der Bundesimmobilien kommt gut voran. Und die Beamer hat auch die Vorgaben der Bundespolitik schnell umgesetzt. Seit 2015 können Länder und Kommunen zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus Grundstücke und Immobilien zu günstigen Preisen erwerben oder ihnen wird mietzinsfrei Immobilien zur Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellt. Für 2016, Herr Kühn, rechnet die BIMA mit 500 Millionen Euro, die Länder und Kommunen sparen. Und da sagen Sie, das ist nichts. Meine Damen und Herren, bei der Mietpreisbremse werden wir überprüfen, ob sie sich in der Praxis so umsetzt, wie wir das geplant haben. Der Kollege Lutschert, den ich Frau Kizil-Tepe anders bezeichnen würde, für mich ist das ein kluger Kopf unserer Fraktion, hat bereits klargestellt, dass es hier nicht um Verschärfungen gehen darf. Unser Ziel ist es, dass die Mietpreisbremse erstmal so gilt, wie wir sie im Gesetz festgeschrieben haben. Dazu brauchen wir Evaluation. Dazu haben wir noch gar nicht genug Erfahrungen bisher gesammelt. Das sagt uns im Übrigen auch unser eigenes Institut, das BBSR. Wenn wir uns die Probleme nun in den Städten anschauen, stelle ich mir schon die Frage, ob wir mit der Mietpreisbremse nicht eine verfehlte Wohnungsbaupolitik und Planungspolitik von Ländern und Kommunen kaschieren wollen. Wir sollten uns hier nicht hinter die Fichte führen lassen. Anstatt an den Symptomen herumzuwerkeln, lassen Sie uns das Problem doch mal an der Wurzel anpacken. Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum in Deutschland? Hier liegen doch die wahren Baustellen in unserem Land.
Und eine der größten Baustellen ist ohne jeden Zweifel die soziale Wohnraumförderung. Die Zahl der Sozialwohnungen ist in Deutschland zurückgegangen, und das liegt sicherlich nicht an der Liegenschaftspolitik des Bundes, so wie uns der Antrag der Linkspartei weismachen will. Aber wofür zahlen wir den Ländern seit fast 10 Jahren Kompensationsmitteln von jährlich 518 Millionen Euro? Das macht seit 2007 insgesamt 4,7 Milliarden Euro. 4,7 Milliarden Euro. Und in diesen 10 Jahren haben die Länder zusammen 100.000 Wohnungen gebaut. 100.000. Wir brauchen aber 400.000, und das jährlich. Und mehrere Länder haben es sogar geschafft, in diesem Zeitraum gar keine Wohnungen zu brauchen. Und da brauchen wir uns auch am Ende nicht wundern, wenn bezahlbarer Wohnraum in Deutschland fehlt. Gemäß dem Prinzip Hoffnung geben wir in diesem Jahr den Ländern noch eine 500 Millionen obendrauf. Vielleicht geben Sie dann das Geld so aus, wie wir uns das vorstellen. Meine Damen und Herren, das müsste ich mal zu Hause machen. Ich gebe meiner Tochter 100 Euro für Klavierstunden. Sie kauft sich irgendeinen Blödsinn davon, dafür gebe ich ihr dann 200 Euro in der Hoffnung, dass irgendwas für Klavierstunden übrig bleibt. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann gebe ich ihr 300 Euro. So machen wir das nämlich mit dem Bundeshaushalt 2017, indem wir noch mal eine 500 Millionen oben drauflegen. Ein riesiger Vertrauensvorschuss, den wir den Ländern geben. Und Frau Hendricks ist leider im Ausland abwesend. Da müssen Sie mal die Länderminister an den Tisch bringen, und dass wir sehr detailliert hören, was mit unserem Geld denn in den Ländern passiert. Und meine Damen und Herren, wenn die Länder es schon nicht schaffen, mit unserem Geld Sozialwohnungen zu bauen, dann hätten sie in der Vergangenheit dieses Geld nehmen sollen und auf die Erhöhung der Grunderwerbsteuern zu verzichten. Aber das wäre ja jetzt noch eine kluge Möglichkeit, sofort etwas zu unternehmen, um die Baukonjunktur in unserem Land anzukurbeln. Aber es gibt ja auch viele andere vernünftige Vorschläge, die man jetzt nur einfach mal umsetzen muss. Das 10-Punkte-Programm der Wohnungsbauoffensive hat viel bessere Ideen als Mietpreisbremse oder BIMA-Bashing. Baulandausweisung, Nachverdichtung, Vereinfachung des Baurechts und nicht zuletzt, es ist angesprochen worden, die steuerliche Förderung. Sonderabschreibungen für den Bau neuer Wohnungen in Ballungszentren wurden in den letzten Jahren immer mal wieder diskutiert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen investieren, kriegen die Diskussion mit, ja, dann warte ich doch erst mal ab. Dann warte ich ab, ob denn irgendwann mal entschieden wird an der Stelle oder ob es wieder aufs Abstellgleis geschoben wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich das ganze Haus nur auffordern, lassen Sie uns doch gemeinsam mal drüber nachdenken und den Knoten durchschlagen. Wir brauchen eine steuerliche Forderung, um mehr bezahlbare Wohnungen in Deutschland entstehen zu lassen. Und ein anderer Aspekt. Ich will ja auch ein wenig für die kommunale Seite sprechen. Ich war selbst als Bürgermeister Aufsichtsrat in einer kommunalen Baugenossenschaft. Dort wird hervorragende Arbeit geleistet. Und ich finde es richtig, dass die eine oder andere Stadt darüber nachdenkt, ob sie so etwas wieder beginnt. Was wir nicht brauchen, sind die großen Kraken. Das ist für die Kommunen viel zu groß. Das kann die Privatwirtschaft wirklich besser. Aber lokal vor Ort kleine Wohnungsbaugenossenschaften, das macht in meinen Augen Sinn an der Stelle. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch auf einen Aspekt eingehen, der mir bei der ganzen Debatte um Wohnungsnot in den Großstädten zu kurz kommt. Als Bundespolitiker müssen wir die Entwicklung aller Regionen voranbringen, die des städtischen Raums, aber auch die im ländlichen Raum. Und wenn ich die Debatte zu diesem Thema hier verfolge, wird schnell der falsche Eindruck erweckt, es gäbe ein Menschenrecht auf ein Leben in der Stadt. Ich persönlich bin vom Gegenteil überzeugt. Es ist ein Privileg, im ländlichen Raum zu leben. Deshalb steigen die Mieten nach den neuesten Studien im Augenblick gerade in diesen Räumen, und in städtischen Ballungszentren sehen wir ein Abflachen der Mietsteigerungskurve. Viele Menschen suchen aber immer noch den Weg in die Stadt, weil dort vermeintlich das Arbeitsplatzangebot besser sei. Mit Blick auf mein Bundesland Nordrhein-Westfalen kann ich das nicht bestätigen. Leider bilden wir mit Nullwachstum bei der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland das Schlusslicht. Das ist aber nicht das ganze Land. Während im Ruhrgebiet die Kommunen mit einer hohen Arbeitslosigkeit kämpfen, suchen Unternehmen Arbeitskräfte in den ländlichen Räumen in Südwestfalen oder in Ostwestfalen-Lippe. Meine Damen und Herren, dieses Beispiel zeigt, dass es viel zu einseitig ist, über Großstädte zu diskutieren, ohne dabei die Folgen für den ländlichen Raum nicht zu berücksichtigen. Selbstverständlich ist die anhaltende Urbanisierung ein Trend,
auf den die Politik reagieren muss. Aber anstatt den Trend zu fördern, kann man dem Ganzen ja auch mal was entgegensetzen und die ländlichen Räume fördern. Denn wenn noch mehr Menschen vom Land in die Städte ziehen, weil in ihrer Heimat Leistungen wegzubrechen drohen, ich denke an Busverbindungen, Kulturangebote oder den Dorfarzt, dann verschärfen wir die Probleme, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Denn dass in den Städten immer mehr Menschen auf engstem Raum zusammenleben, bringt auch viele Probleme mit sich. Mehr Menschen bedeuten mehr Verkehr, mehr Lärm und mehr Konflikte. Und ich will schließen mit einem Zitat einer jungen Frau, die aus Hamburg in meine Region in ein 400-Seelendorf zurückgekehrt ist. In der Stadt habe ich auch nicht alles vor der Haustür und in den Großstädten ist das Leben unglaublich teuer. Wir mussten beide arbeiten, um die hohe Miete und die anderen Kosten überhaupt tragen zu können. In der Stadt glitzert auch nicht alles und wenn man eine Gesamtbilanz sieht, stellt man fest, dass das Land durchaus etwas zu bieten hat. Diese Botschaft dürfen wir ruhig etwas offensiver vertreten, meine Damen und Herren. Danke. Vielen Dank. Als Nächstes spricht für die SPD-Fraktion der Kollege Dennis Rohde.